Hey, was geht? Ich bin's wieder, der Typ, der mit regelmäßigen Videos hochladen will. Genau, ich bin's, Sanjay, moin! In diesem Video geht's darum, dass ich euch ein paar von meiner Meinung nach underratedsten Nintendo-Spielen vorstellen will. Und dann fangen wir auch schon mit dem ersten Platz an. Oh nein, das ist keine Top 10 oder so, das sind einfach nur drei Spiele, die ich euch zeigen möchte, die underrated sind. Ich fange einfach mal grob an und sage einfach, The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Dieses Spiel war auch in meiner Top 10 meiner Lieblingsvideos. Das Video könnt ihr euch übrigens nach dem Video auch gerne angucken, ja. Viele Leute haben das Spiel nicht so cool gefunden, wegen dem Spiel Sinn quasi, also das in der Wand bewegen. Ich persönlich fand dies ziemlich cool. Zunächst auch, dass man in eine andere Welt bzw. Lower Rule gehen, war auch wirklich sehr, sehr cool. Ich weiß, es ist quasi der Nachfolger von Zelda A Link to the Past und ich denke, deswegen ist das Spiel nicht so beliebt. Ich fand die Bosse in dem Spiel auch sehr cool, zum Beispiel Yuga bzw. der Final Boss war wirklich sehr, sehr nice mit den verschiedenen Techniken, die sie drauf hatte. Und das Ende war auch wunderschön, wie quasi die Zelda aus der anderen Welt, also Lower Rule, und der Link aus der anderen Welt wieder in ihre Welt gehen konnten und beide Welten gerettet waren durch das Triforce. In der Story geht es quasi einfach nur darum, dass das Triforce in Lower Rule weg ist und die jetzt das Triforce von Hyrule nehmen wollen. Ich würde damit auch sagen, gehen wir schon zum nächsten Spiel, beziehungsweise der nächsten Spielreihe, und zwar Yo-Kai Watch. Erstmal vorab, ich weiß, ab dem dritten Teil ist das Game, naja, ein wenig schlechter geworden. Aber der erste und zweite Teil sind wirklich perfekt. Und jetzt kommt, wenn ich mit Pokémon verarsche, naja, es ist sogar besser als die meisten Pokémon-Games. Zumindest ist das meine eigene Meinung. Ich meine, guckt euch Karmesin und Purpur mal an. Und dann guckt euch mal Yo-Kai Watch 1 und 2 an. Da sieht man wirklich schon, dass Yo-Kai Watch einfach im Gegensatz zu dem Teil wirklich viel, viel cooler ist. Zumindest die ersten und zweiten Teile. Stopp. Der dritte, vierte Teil, meine ich das. Also, den meine ich nicht. Alles gut, ihr müsst euch nicht beschweren. Und dann gehen wir auch schon zum letzten Spiel von diesem Video. Und zwar ist es Super Mario 3D World. Dieses Game ist wahrscheinlich auf dem 11. Platz meiner Lieblingsvideospiele. Und genau deswegen hat es auch nicht in mein Top 10 Video reingepasst. Es ist ein cooles Abenteuer mit Mario und seinen Freunden. Mit neuen Power-Ups und auch neuen Spielmechaniken. Ich finde es wirklich cool. Und beziehungsweise ich habe auch ein paar Erinnerungen an dieses Spiel. Wie ich früher in das Zimmer von meinem Bruder reingegangen bin, um nur dieses Spiel zu klauen, als er mal nicht zu Hause war, und es in meine eigene Wii U reinzumachen, um das Spiel zu spielen, weil ich es selber nicht besitze. Okay, ich grüße gerne raus, haha! Und ja, das war's auch schon wieder mit dem relativ kurzen Video. Ja, ich hoffe, es war trotzdem nice für euch, und ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen, wenn ihr mehr solchen Content haben wollt. Ein Kommentar solltet ihr übrigens auch da lassen, haha, wenn ich kleine Pipi. It's me, you're the PS5, tell me which of us is more your you can't decide. So if it's not me, then I'm probably gonna run it over. Fortnite battle pass, I just shit out my ass. Put it on my PC, cause I need to get that Fortnite battle pass. I like Fortnite, did I mention Fortnite? I like Fortnite. It's nighttime, I mean it's 5 o'clock, that's basically nighttime. Now I'll remember Cartoon Network Adventure Time.